Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Sozialministerin Petra Köpping führen bei der Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen einen beispiellosen Eiertanz auf. Erst zeigten sie sich knallhart, dann auf einmal verständnisvoll und nun bauen sie leider eine neue Drohkulisse auf. Damit verspielen sie das letzte Vertrauen der sächsischen Bürger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute geht es erneut um die Impfpflicht und um das beispiellose Rumgeeier von Ministerpräsident Kretschmer und Sozialministerin Köpping. Erst nein, dann ja. Nun äußert sich Kretschmer doch wieder kritisch zu der Impfpflicht im Gesundheitswesen. Da stellt sich die große Frage, Obern, ist jetzt damit vom Tisch oder kommt sie doch? Wie ist da jetzt der Stand hier im Landtag? Nein, leider ist diese Corona-Impfpflicht eben nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil. Inzwischen kursiert ja auch ein erster Entwurf mit Vollzugshinweisen zu dieser Impfpflicht und der hat es in sich. Der erste Kritikpunkt, das Sozialministerium will drakonische Strafen bis zu 25.000 Euro für Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht melden wollen. Sie müssen also ihre nicht gegen Corona geimpften Mitarbeiter denunzieren, so könnte man das sagen. Zweitens, die Arbeitnehmer sollen ab dem 16. März mehrere Wochen Zeit haben, eine Impfung nachzuweisen. Und das ist aus meiner Sicht eine reine Verzögerungstaktik. Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber werden weiter im Unklaren gelassen. Sie haben keine Planungssicherheit. Und drittens, die Gesundheitsämter sollen einen Ermessensspielraum haben, wen sie vor die Tür setzen und wen nicht. Und hier ist tatsächlich zu befürchten, dass es dort Entscheidungen zulasten der Versorgungssicherheit gibt. Nun bezieht sich ja die Bundesregierung vor allem auf die Bundesgesetze und sagt, dass man sich ja daran halten müsste, dass da gar keinen anderen Spielraum gäbe. Ist das wirklich so oder hätte man doch durchaus Möglichkeiten, da gewisse Kompetenzen frei zu entscheiden? Hat man auf alle Fälle, weil diese Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen ist eine Kann-Bestimmung. Also Herr Kretschmer und Frau Köpping hätten auf die Anwendung dieser Impfpflicht vorerst komplett verzichten können. Und sie hätten sich im Bundesrat dafür einsetzen können, dass diese sogenannte Pflegeimpfpflicht wieder ganz abgeschafft wird. Das haben wir hier im Sächsischen Landtag beantragt. Alle Altparteien haben das abgelehnt. Und bisher liefern sie also nur Nebelkerzen und warme Worte, um die Betroffenen ein bisschen zu besänftigen. Am Ende soll diese Impfpflicht durchgesetzt werden. Das Rumgeeier der Regierung hat ja vorhin schon erwähnt. Nein, ja, vielleicht doch. Wie geht es denn jetzt genau für die Betroffenen weiter? Also was kann jetzt jeder Einzelne tun, den das jetzt konkret betrifft am Gesundheitswesen? Also meine wichtigste Bitte ist, kündigen Sie bitte nicht. Keine Schnellschüsse, zeigen Sie jetzt Ausdauer, auch wenn das schwerfällt und versuchen Sie dieses gesamte nervige, bürokratische Prozedere, was jetzt beginnt, einfach erstmal durchzustehen. Was heißt denn das konkret? Also womit muss man jetzt in den nächsten Wochen rechnen? Stand jetzt könnte die Mitarbeiter im Gesundheitswesen frühestens Anfang April Post vom Gesundheitsamt erreichen. Dass das wirklich so schnell geht, glaube ich aber nicht, weil die Gesundheitsämter unmöglich Zehntausende Einzelfallprüfungen innerhalb von 2 Wochen schaffen. Das dauert eher viele Monate, wenn es am Ende überhaupt möglich ist. Wenn Sie Post erhalten, legen Sie bitte Ihre Beweggründe, sich nicht mit Corona-Impfstoffen impfen zu lassen, sachlich dar. Danach dürfte es zu einer Anhörung beim Gesundheitsamt kommen. Auch hier sollten Sie noch einmal sachlich Ihre Bedenken erläutern. Tatsächliche Kündigungen soll es nur geben, wenn es die Versorgungssicherheit erlaubt und ein hohes Infektionsrisiko für Patienten besteht. Die Betroffenen jetzt so in der Schwebe zu lassen und vor diese Ungewissheit zu stellen, wie das jetzt beruflich weitergeht, das könnte man doch durchaus als Psychoterror bezeichnen. Ja, auf alle Fälle bleibt die Drohkulisse die ganze Zeit erhalten, also niemand weiß sicher, wann er entlassen wird und wann nicht. Mir ist erstmal eines wichtig, dass jemand sozusagen ungeimpft ist, das darf kein Vorwurf sein. Weil solange die Hersteller von Corona-Impfstoffen noch nicht einmal die Haftung für Impfschäden übernehmen, bestehen eben enorme persönliche Risiken und das muss jeder für sich selbst abwägen, ob er diese Risiken eingeht. Und deshalb darf es aus unserer Sicht keinen Zwang oder auch nur Druck auf Mitarbeiter geben. Zumal in Sachsen im Gesundheits- und Pflegebereich auch über 30%, sagt man, ungeimpftes Personal sind. Wie soll das denn da weitergehen, was die Versorgungssituation angeht? Das kann man ja schlecht kompensieren, wenn man jetzt wirklich da alle kündigen würde oder vor die Tür setzt in dem Moment. Das ist richtig. Weil so viele Angestellte im Gesundheitswesen weiterhin die Corona-Impfstoffe ablehnen und sich eben nicht einschüchtern lassen, glaube ich fest daran, dass wir diese Impfpflicht komplett verhindern können und niemand seinen Arbeitsplatz verliert, der ihn behalten möchte. Wir sollten deshalb einerseits optimistisch bleiben
und andererseits natürlich mit friedlichen Mitteln auf der Straße und im Parlament Widerstand leisten. Wir sind nämlich sehr viele und wenn wir zusammenhalten, dann können wir auch etwas erreichen. Seien wir also solidarisch mit den Ärzten, mit unseren Krankenpflegern, mit unseren Altenpflegern und seien wir vor allen Dingen solidarisch mit all den zu Pflegenden und den Kranken, die deren Arbeit und Behandlung nämlich wirklich benötigen.